Der Zwiebelturm der Wolfratshauser St. Andreaskirche ragt in den blauen Himmel. Hubert und Staller schlendern darauf zu. Vor einem Nebeneingang steht ein schlanker Mann und hantiert mit einem Brecheisen an der Holztür. Am helllichten Tag in die Kirche einbrechen. Na ja, vielleicht ist er Atheist. Okay, er spinnt doch. Er wird heute mal einen Schal drum. Okay, Schal zur Uniform. Das schaut ja vollkommen lächerlich aus. Das liegt aber nicht am Schal. Am Wegrand Schneereste. Der stellt sich aber schon saudum an, oder? Grüß Gott. Was? Wie schaut's aus? Wollen Sie zur Beichte? Die Polizei. Sehr gut. Könnten Sie vielleicht mal mit anfassen? Ja, selbstverständlich. Das machen wir sehr gern. Ja? Sollen wir die Beute austragen? Müssen Sie nur sagen, wer was tragen soll, ne? Die Beute? Ja. Ach so, nein, nein, das ist kein Einbruch. Ich muss da rein, weil ich bin hier der Kantor, Rainer Benzer. Das ist der Schlüssel, oder? Nein, aber es ist abgesperrt von innen. Hören Sie die Orgel? Seit einer halben Stunde der gleiche Akkord. Ja, was Modernes. Ich habe einfach Angst, dass unserem Organisten was passiert sein könnte. Er lauscht an der Tür. Woher wissen wir überhaupt, dass er der Kantor ist? Was nicht? Müsste vielleicht was singen? Singen Sie mal was. Was singen? Ja, Sie sind doch der Kantor. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Oder können es vielleicht was Weihnachtliches? Was Weihnachtliches? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt. Stopp, stopp, stopp. Keine Weihnachtslieder außerhalb der Saison. Was, wieso? Sonst stirbt der Verwandter. Okay, wer sagt denn das? Der Volksmund. Entschuldige, das ist doch ein Aberglaube. Hubert setzt das Brecheisen an und hebelt die Tür gekonnt auf. Sie steigen zur Orgelempore hoch. Wenn man sich an der Kerzen an Zigaretten anzündet, dann stirbt der Seemann. Ich kenn bloß das mit den Schuhen, dass man die nicht auf den Tisch stellen darf. Wieso? Ja, weil sonst einer stirbt. Interessante These. Herr Professor? Vornüber gebeugt liegt der Organist auf den Orgeltasten. Und? Staller prüft den Puls und schüttelt den Kopf. Dann stehen seine Schuhe vermutlich auf irgendeinem Tisch. Sie lassen die Blicke schweifen. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Branden als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht, klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Heide Völz. Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung David Rädler. Sprecher Peter Veit. Der letzte Akkord. Benzer steht geschockt neben den mannshohen Orgelpfeifen. Angestrengt mustert Staller die Registerknöpfe. Macht es mal ein bisschen leiser. Wie denn? Das sind 1000 Knöpfe. Ja, Volume nach links. Anja? Hubert hält sein Handy ans Ohr. Können wir ihn nicht wenigstens hinlegen? Nein, da darf nichts angefasst werden. Wegen der Spuren. Was? Wegen der Spuren. Was denn für Spuren? Ja, wenn es ein Verbrechen ist. Jetzt schalte mal das blöde Ding aus. Was? Orgel ausschalten. Könnte ich vielleicht? Nein, Sie machen gar nichts. Vor der Kirche zwei Frauen. Den neuen Papst abgeben. Alles drunter und drüber. Na, das sind bloß meine Kollegen. Mit Spurensicherungskoffern geht Anja vorbei. Im Revier ein Rothaariger zu Sonja und Riedel. Parken im absoluten Halteverbot, so ein Quatsch. Also nach Quatsch sieht das nicht für mich aus, oder? Das ist ein Strafzettel, eindeutig. Aber ich habe eine Sondergenehmigung vom Ordnungsamt. Hier, mit Stempel und allem. Da steht klipp und klar, dass wir Aufnahmen machen und unsere Autos da abstellen dürfen. 120 Euro hat mich der Scheiß gekostet. Agentur Kassens. Und wer sind Sie jetzt? Kassens. Roy Kassens. Mir gehört der Laden. Und das soll jetzt für Werbeaufnahmen sein? Ja, für eine Imagekampagne. Bayern feiern, Lifestyle, weg vom Lederhosen-Image. Ich kläre das mal kurz mit dem Chef, ja? Sie geht mit dem Strafzettel. Bayern feiern, klingt cool irgendwie. Theatralisch. Sie. Zeigt Kassens auf ihn. Sind ein ganz toller Typ. Natürlich, sympathisch, bayerisch. Echt? Drehen Sie sich mal ins Profil. Riedel gehorcht. Ja? Die Haare vielleicht ein bisschen mehr out of bed, aber sonst super.
Hast du mal Lust auf ein Shooting? Ungläubig grinst Riedel. Ich? Ja, ich weiß nicht, also... Denk mal drüber nach. Er gibt ihm eine Visitenkarte. Also, Herr Kassens, es war unversehen. Ach, das ist ja schön, dass die Polizei auch mal einen Fehler zugibt. Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Kassens zeigt nochmal auf den verdutzten Riedel und geht. Okay, jetzt zugleich. Auf der Empore. Super. Legt's am besten gleich quer so daher. Herrschaft, du kannst ruhig einmal mit anfassen. Sie und Staller legen die Leiche auf den Boden. Der hat ja gar keine Schuhe an. Was? Zum Kollegen? Keine Schuhe. Und rote Socken. Was bedeutet das? Dass er modebewusster ist als du. Anja. Hansi? Es war so klar. Nein, es geht schon. Was hast denn? Ja, das kommt von der Brüllerei. Jetzt hat er keine Stimme mehr. Ja, die Scheißorgel. Komm her, mach mal den Mund auf. Staller öffnet ihn weit, streckt die Zunge raus und beugt sich vor. Anja mit Holzspatel schaut in seinen Hals. Tja, eine deftige Laryngitis, Antibiotikum und absolutes Sprechverbot. Sprechverbot ist super. Anja hockt sich hin. Also, auf den ersten Blick keine Anzeichen äußerer Gewalt. Fehlt nur noch die schwarze Katze von links. Unten im Mittelgang stehen die Polizisten vor Benzer. Ich bin extra früh her, weil ich noch ein paar Noten holen wollte. Wir haben nämlich ein Konzert, also hätten, aber ohne Professor Otten. Ja, hat er sich eigentlich immer eingeschlossen? Manchmal, wenn er absolute Ruhe haben wollte. Ja, die hat er jetzt. Wann haben Sie den Professor das letzte Mal gesehen? Gestern Abend bei der Probe, die dauerte so bis 22:30, dann bin ich weg. Aber er war noch da? Ja, er hat abgesperrt und morgens ist er dann wieder her. Woher wissen Sie das? Das ist so, das war so. Morgens hat er immer Orgel gespielt. Jeden Tag. Die Orgel ist meine große Liebe, hat er immer gesagt. Mit Händen formt Staller lange Haare und Brüste. Hat er keine Frau gehabt? Doch, die Lydia. Die ist auch im Chor. Mein Gott, weiß die überhaupt schon Bescheid? Na, leider nicht, oder, Hans? Der schüttelt den Kopf. Verwundert schaut Benzer ihn an. Was ist denn mit Ihrer Stimme? Ja, zu viel gebrüllt hat er. Wir haben einen hervorragenden Heilpraktiker bei uns im Chor. Der hat schon vielen von uns geholfen. Ein Spezialist bei Stimmproblemen. Staller macht eine Schreibbewegung. Hansi, mach das doch später. Also das wird jetzt erst einmal alles abgesperrt. Wir dürfen nicht mehr in die Kirche? Richtig. Und wie lange? Bis wir wieder aufsperren. Vor dem Revier mit verschneitem Vordach stehen der Streifenwagen und das Dienstrad. Im Dienstzimmer sitzen sich die beiden Polizisten gegenüber. Staller wischt sich über die Stirn. Girwitz stürmt herein. Wissen Sie nicht mal, was das ist? Hm? Der Zettel. Was ist das hier für ein Saufstall? Das ist ein Strafzettel von mir. Haben Sie den so zerknüttelt? Falsche Frage. Die Frage muss lauten, welcher Depp hat den trotz Sondergenehmigung ausgestellt? Hä? Das ist der von Kassens. Ach, Sie kennen den? Nein, das ist auf dem Auto drüben gestanden. Aber Sondergenehmigung habe ich keine gesehen. Und Sie, Staller? Der hat auch keine gesehen. Ich habe Staller gefragt. Ja, gut, aber er kann den Jetzt nicht. Reicht's! Was ist denn mit ihm? Er hat eine eine Halsentzündung, hat er. Da würde ich sagen, ein paar Tage Innendienst, Stimme schon in den Saustall hier aufräumen. Ach so, wegen der versiegelten Kirche geben Sie da mal Gas. Hier rufen ständig Leute an, die da rein wollen. Mein Gott, da sollen Sie in eine andere Kirche reingehen. Wir müssen uns um den Otten kümmern. Girwitz steht an den mit Büchern und Blättern übersäten Tischen. Eigentlich ein schöner Tod für so einen Organisten, nicht? Ein letzter himmlischer Akkord, ein Blick zum Himmel und plötzlich ist alles aus. Bis auf die Orgel. Im Streifenwagen hält Staller mit seiner Linken das Steuer und drückt mit dem Daumen ein Notizbuch daran. Mit der rechten Hand schreibt er. Hansi, tu mir einen Gefallen und hör mit der Schreiberei auf. Er schnappt sich das Buch. Heil? Heil was? Staller gestikuliert. Ach so, Heilpraktiker. Was ist mit dem? Eine Telefongeste. Also anrufen. Ist eigentlich ganz schön, wenn du so wenig redest. Okay, ich rufe den Heilpraktiker an. Dafür tust du mir aber auch einen Gefallen. In einem großen Wohnraum mit Fenstern bis zum Boden warten die Polizisten zwischen einem Flügel und einem langen Esstisch. Vor ihnen steht eine hellblonde, schlanke Frau um die 40. Schockiert starrt sie auf Stallers aufgeschlagenes Notizbuch in ihrer Hand. Sie reicht es Staller zurück. Ja, Frau Otten. Ich hab's mir so oft vorgestellt und jetzt ist es passiert. Entschuldigung, wieso vorgestellt? Wolfgang war schwer krank. Die Ärzte hatten ihn schon vor 2 Jahren aufgegeben. Was hat er denn gehabt? Ein kleinzelliges Bronchialkarzinom. Was ist das? Ein Tumor in der Lunge.
unheilbar. Trotzdem hat er immer weiter Orgel gespielt. Ja. Die Ärzte meinten, er sei ein medizinisches Wunder. Sie legt kurz die Hand an ihre Goldkette mit Perle. Ich habe Wolfgang schon so oft gesagt, er soll ein bisschen kürzer treten und sich schonen, aber die Musik war nun mal sein Leben. Hubert nimmt Stallers Buch. Immer Socken. Ach so, das ist jetzt eine Frage vom Kollegen. Hat Ihr Mann immer in Socken georgelt? Rote Socken, ja. Immer. Er meinte, ohne Schuhe kann er die Pedale besser fühlen. Ah, ja. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Otten hält sich die Hand vor den Mund und eilt weg. Hubert blättert im Buch nach vorn. Ich habe ein voller tiefer Trauer mit, dass Ihr Mann, der Organist Professor Wolfgang Otten, auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens. Ach, kein Wunder, dass die speibt da. In der Pathologie. Wolfgang Otten hatte ein kleinzelliges Bronchialkarzinom, das wissen wir. Ja, dann, bitteschön, Herr Kollege, dann kannst du ja weitermachen. Boah. Staller zupft sie am Ärmel und schaut wieder in ein Mikroskop. Der Hansi ist stumm charmanter, als du sie sein wirst. Was du da siehst, sind Haselnusspollen. Die habe ich in seiner Lunge gefunden. Was heißt das? Eine Kopfabgeste. Ganz genau, Hansi. Der Mann ist an einem anaphylaktischen Schockstorm, einer allergischen Reaktion auf die Blütenpollen. Heuschnupfen im Winter, das ist aber Lachmann. Du bist halt kein Allergiker. Die Haselnusspollen hier fliegen schon im Dezember. Ab Februar ist dann Hochsaison. Und für den Otten war eine Allergie wegen seiner Krankheit lebensgefährlich. Staller macht eine Sprühgeste. Ein Notfallspray? Doch, hatte er, zumindest laut Krankenakte, verschrieben von seiner Hausärztin. Haben wir aber am Tatort nicht gefunden. Vielleicht habt ihr es übersehen. Aber nicht, sagt der Hansi auch. Entschuldigung, ich hab total vergessen, der Herr ist ja perfekt. Stimmt. Abgewandt verdreht Staller die Augen. Auf der Empore hält Hubert ein offenes Gesangbuch. Psalter zuhauf. Hansi, was sind denn Psalter? Der sucht auf allen Vieren. Hab ich als Kind nicht kapiert. So, der Mann war Allergiker. Du musst doch da irgendwo ein Spray umeinander legen. Staller setzt sich auf die Orgelbank. Suchend schaut Hubert die Pfeifen entlang. Stopp! Spiel das letzte Nummer. Eine kleine Wolke quillt aus der Öffnung einer Pfeife. Hubert fasst in den länglichen Spalt. Schau dir das an. Gelbes Pulver an seiner Fingerkuppe. Gesundheit. Anja streicht mit einem Wattestäbchen im Inneren eines Orgelrohrs entlang. Volltreffer, das sind die gleichen Pollen wie in der Lunge des Toten. Also das heißt, die Pollen hat's da reingeweht? In der Menge, ausgeschlossen, wenn's mich fragst. Ja. Staller macht wild ausladende Armbewegungen. Was ist jetzt mit ihm? Ich glaube, er meint, dass es hier um die Kirche keinen einzigen Haselnussstrauch gibt, oder? Ach so. Dann war das Absicht. Anja nickt. Jemand, der von Ottens extremer Allergie wusste. Der muss aber viel Haselnüsse gesammelt haben. Vielleicht der Eichhörnchen? Gesammeln, Krampf. Blütenpollen kannst du einfach kaufen, beim Imker zum Beispiel. Mhm. Also, der Otten sitzt an der Orgel, spielt und bei jedem Ton haut's ihm das Zeug in die Lunge rein. Die macht dann irgendwann zu und der Kreislauf kollabiert. Also, für Armen. Draußen. Hubert hält Anja die Holztür auf. Die schleppt die Spurensicherungskoffer. Sag mal, hast du gewusst, dass der Hansi auch gespielt? Aha, gut. Na ja, so mittel. Ciao. Bitte. Versteh kein Wort. Entschlossen läuft Staller los. Sein Kollege folgt ihm zum Gemeindehaus. In einem Saal steht eine blonde Sängerin vor einem Klavier, an dem Benzer sitzt. Grüß Gott. Grüß Gott. Er steht auf. Grüß Gott. Ja, das ist Sophia, also Frau Schneider. Hubert, das ist der Kollege Staller, der hat gerade so ein bisschen Stimmprobleme. Ich habe ihm schon unseren Spezialisten empfohlen. Ah, der Udo, da können Sie morgen wieder sprechen. Ah, geht es doch so schnell. Ihr wirft Staller einen Blick zu. Haben Sie gewusst, dass der Professor Otten Allergiker war? Ja, natürlich, durch seine Krankheit. Ja, der war immer extrem vorsichtig mit allem, also so Nahrungsmittel und Pollen und so weiter. Ja, nicht vorsichtig genug. Aber er hat ja immer so ein Notfallspray dabei gehabt, ne? Nicht, ja, natürlich. Was jetzt? Der hat schon immer so ein Spray dabei gehabt, da bin ich mir ganz sicher. Also mir ist das nie aufgefallen. Warum? Hubert liest Stallers Notizen. Stimme wie ein Engel. Und schaut fragend. Breit lächelnd sieht Staller zu Schneider. Aha.
Die nimmt das Buch. Ich kann das nicht lesen. Ist es Hütterlin? Ja, ja. Er hat's noch so gelernt. Schnell nimmt Staller das Notizbuch wieder und strahlt Schneider an. Der Streifenwagen fährt zwischen schneebedeckten Feldern im Wagen. Gut, also der Mörner hat von der Allergie gewusst, dann hat er auch von dem Inhalator was gewusst. Musste quasi dafür sorgen, dass der Orten den nicht benutzt. Staller schreibt. Hubert linst hinüber. Benzer? Fragezeichen, was heißt das? Staller gestikuliert. Ach so, weil der Benzer nichts gewusst hat. Obwohl er mit dem Orten zusammengearbeitet hat. Ja, stellt sich halt die Frage nach dem Motiv. Bei Orten. Mit verschränkten Armen schaut sie aus dem Fenster. Ermordet? Aber wer? Ich verstehe das nicht. Hat der Mann irgendwelche Feinde gehabt? Der Wolfgang, Feinde? Nein. Was ist mit Geld? Was soll damit sein? Ja, mein, es ist ja offenbar welches da. Ja, Wolfgang kommt aus einer vermögenden Familie, aber es gab keine Probleme. Schließlich hat er schon vor Jahren alles geregelt gehabt, wegen seiner Krankheit. Als Ihr Mann gestorben ist, hat er keinen Inhalator dabei gehabt. Wissen Sie warum? Nein, er hat, denke ich, immer einen bei sich gehabt. Er ist nie ohne einen aus dem Haus gegangen. Meinen Sie, der wurde ihm weggenommen? Staller sitzt am Flügel. In Girwitz' Büro sitzt Hubert vorm Chef. Und das jetzt im Winter? Da müssen wir zur Pollenflugsaison einen Mord nach dem anderen haben. Also für mich sind die da gezielt deponiert worden. Gezielt deponiert? Naja, da, wo die Orgel die Luft ansaugt, hat sich offensichtlich einer ausgekannt. Na, trotzdem. Klingt irgendwie abenteuerlich, finden Sie nicht? Na. Gedankenverloren nickt Girwitz. Also, wo ist eigentlich Staller? In einem Behandlungsraum sitzt der vor einem Mann in weißem Kittel. So, schon vorbei. Das war's. Staller starrt auf lange, dünne Nadeln in seiner Rechten. Das ist der Punkt D4 auf dem Dickdarm-Meridian. Ja? Wissen Sie, die Lebensenergie in unserem Körper fließt auf bestimmten Leitbahnen. Und wenn dieser Energiefluss blockiert wird, dann versagt schon mal die Stimme. Mit der linken Hand greift Staller nach seinem Stift, nimmt die Kappe in den Mund und zieht den Stift raus. Ins Notizbuch schreibt er, Otten. Ach, Otten, ja. Das mit dem Otten ist ganz furchtbar. Ich kann es immer noch nicht begreifen, wissen Sie. Das war ja nicht nur ein begabter Musiker und ein außergewöhnlicher Künstler, das war ein ganz großartiger Mensch. Ich habe... Unter Otten schreibt Staller, woher? Ja, ich habe ihn vom Chor gekannt, natürlich. Wieder hält Staller das Notizbuch hoch. In seiner krakeligen Schrift steht unter, woher? Probleme? Ach so, ja, die Krankheit, natürlich. Aber sonst nicht, dass ich wüsste. Warum? So ein Organist, nicht? Der spielt da... In Girwitz' Büro. Reglos starrt Hubert an seinem Chef vorbei. Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu? Ja, Organist, der spielt da wahrscheinlich Orgel. Ja, ja. Ich meine, also wer bringt so jemand um? Draußen steht Riedel. Ja, logisch habe ich den Herr Kassens. Mit hochgegelten Haaren. Ja, der ist so hell. Und dann noch... Er dreht sich zum Fenster. So, was ist denn da? Ja, mit ohne Nadelstreifen. Sagen Sie mal, Riedel, was machen Sie da? Moment, ja, Oma, dann sehen wir uns morgen. Pünktlich, genau. Gut, bis dann, ciao. Meine Oma. Ja gut, dann jetzt aber hopp, hopp, nicht? Und sagen Sie mal, Ihre Haare... Ja? Ach, vergessen Sie es. Riedel wendet sich ab und grinst spitzbübisch. Bei Heilpraktiker Udo. Er schreibt etwas und hält ein Fläschchen. So. Das ist Belladonna D6. Davon lassen Sie 5 Kügelchen pro Stunde langsam unter der Zunge zergehen oder Sie verkleppern. Homöopathie ist nicht so ganz Ihr Ding, was? 1/3 Liter Wasser, 3 Globuli, auflösen, 1 Schluck pro Stunde. Tut gar nicht weh. Staller macht das Bezahlenzeichen. Ja, wie wollen Sie denn? Bar oder mit Karte? Bar. Okay, mir soll's recht sein. Staller will in seine Innentasche greifen. Aus seiner rechten ragen die Nadeln. Warten Sie. Udo kommt um den Schreibtisch herum. Das machen wir ganz einfach. So. Aus Stallers Geldbeutel nimmt er 50, 20 und 10. 80. Er öffnet das Kleingeldfach. Ja, eigentlich macht's 81.
Kein Problem. Das verrechnen wir das nächste Mal, was? Hilflos sieht Staller zu ihm. Gut. Im Revier Sonja zu Gerwitz. Also Haupterbin ist die Ehefrau Lydia Otten. Allein die bekommt schon... Hallo, hallo. Grüß Gott, grüß Gott. Ach, das klingt ja wieder ganz normal. Da hat sich der Arztbesuch ja gelohnt, was? Ja, vor allem für den Arzt. Ja. Wir befassen uns gerade hier mit den Vermögensverhältnissen von dem Otten. Machen Sie mal weiter. Also die Haupterbin ist die Ehefrau Lydia Otten. Die bekommt 500.000 Euro und natürlich das Haus. 500.000? Für so ein bisschen Orgelei? Na, der Herr Otten kommt aus einer ziemlich reichen Musikerfamilie. Der Vater hat dieses Lied Die Rose vom Königssee komponiert. Echt? Ja. Wenn ich dich sehe, tu mir das Herz so wie die Roh. Ja, das lassen wir mal lieber. Naja, auf jeden Fall ist es ein großer Wohltäter. Der hat in seinem Testament dem Förderverein für Kirchenmusik allein 200.000 Euro vermacht. Vorsitzender ist ein Rainer Benzer. Der Kantor. Und Kassenwart eine Sophia Schneider. Ja, Schneider. Was, ich kenne ihn? Wo haben wir gesehen? Bei mir mittel. Morgen. Mit Rathelm in der Hand geht Riedel vorbei. Ich sag Ihnen eins, Geld ist immer ein Motiv. Wenn ich dich sehe, tu mir das Herz so wie die Ruhe. Grinsend bleibt Sonja im Vorraum zurück. Im Dienstzimmer zieht Staller einen Teebeutel aus einem Becher. Verdammt, sag mal, das stinkt ja wie... Ist doch vollkommen wurscht, wie das riecht. Hauptsache, es ist gesund und billiger als der Nadelschmander von dem Halsabschneider. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der oder die Täterin gut ausgekannt. Was ist denn mit unserer schönen Witwe? Soll das sein? Die erbt doch sowieso alles von dem kranken Mann. Ja? So jemand bringst du nicht um auf den letzten Meter. Hier ist Frau Schneider. Die sitzt neben Staller. Gegenüber hält Hubert einen Kontoauszug. Wie gesagt, das Finanzielle, das macht er als der Benzer. Aber als erster Vorsitzender... Darf nicht auch noch Kassenwart sein, ist vollkommen klar. Aber was macht er eigentlich genau? Der ist Bankkaufmann und der ist natürlich fit in der Buchhaltung. Und davon profitiert natürlich auch der Verein. 30.000 Euro vor 2 Monaten. Finanzinvest, was ist denn das? Er reicht dir den Auszug. Das hat er in so einen Fonds investiert. Das hat er schon mal gemacht mit einer kleineren Summe. Die hat sich dann fast verdoppelt. 30.000, da könnte man schon was mit anfangen. Ne? Schöne Weltreise. Texas, Malediven. Warst du schon mal? Was, ich? Na, Sie? Ja, aber wir könnten aber eben fahren. Den Nebenhöhlen würde ich nicht ins Flugzeug, Hans. Genervt greift Staller nach dem Teebecher. Im Vorraum schaut Sonja auf den Monitor. Hubert kommt. Ist Frau Schneider noch drin? Ja, und so schnell ist der Hansi die auch nicht wieder weg. Ich habe mir mal ihre Kontobewegung angesehen. Gehalt, Miete, Ausgaben, total unauffällig. Klingt wahnsinnig aufregend. Bisschen mehr Bewegung ist bei dem Benzer drin. Der hat sich vor einem Jahr ein Haus gekauft und seitdem ist das Konto im Keller. Genau wie bei mir. Bis auf ein paar hundert Euro bleiben ihm nicht viel. Hören Sie das auch, diese Geräusche? Lauschend geht Gerwitz in den Flur. Die anderen folgen ihm bis zur Tür des Dienstzimmers. Gerwitz öffnet die Tür. Verkehrt herum sitzt Staller auf dem Stuhl, das Kinn auf der Rückenlehne. Mit ihren Fäusten trommelt Schneider seinen Rücken entlang. Was gibt das hier? Ach ja, das löst die Blockaden, man atmet dann viel freier. So wie in der Liga ab, mit komplett frei. Da fließt dann das Ski wieder gescheit. Ja, ich hab mir gedacht, wegen am Hals. Ja, sehr aufmerksam, Frau Schneider. Ja, ja. Aber wir brechen das jetzt hier mal ab, nicht? Frau Wirt, bringen Sie mal Frau Schneider zur Tür. Vor dem halbhohen Tresen macht Sonja eine einladende Handbewegung. Verunsichert greift Schneider nach Jacke und Handtasche und eilt aus dem Dienstzimmer. Staller sieht ihr traurig nach. In der Sonne schlittert der Streifenwagen auf einen Parkplatz und stoppt neben einem Anhänger mit Dachziegeln. Dahinter steht ein großes Haus mit neuer, heller Holzverkleidung und Holzbalkonen. Die Polizisten steigen aus dem Wagen. Staller kreist mit den Schultern. Das ist der Wahnsinn. Erst lässt sich nadeln, dann trommelt die Alte auf die umeinander. Was kommt als nächstes? Lach-Yoga, oder? Klingt das total anheimend, wenn du ein altes Bauernhaus so hübsch aufpolierst. Das ist für mich eine lupenreine Bausünde. Die Haustür aus alten Holzbrettern ist abgeschliffen. Ein verwelkter Herbstkranz hängt daran. Benzer öffnet. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein wunderschönes Haus haben Sie da. Sie sind ja wieder bei Stimme. Ja, leider. Ja, gerade das neue Holz auf dem alten Gemäuer, wirklich sehr idyllisch. Das ist meine Leidenschaft.
Das meiste mache ich selbst. Er linst über seine Lesebrille hinweg. Quasi jede freie Minute stecke ich hier rein. Und wahrscheinlich jeden Euro. Aber Sie sind sicher nicht wegen meines Hauses hier, oder? Na, ganz bestimmt nicht. Ja, dann. In einem Raum mit hellen Holzmöbeln und Kamin sitzen die Polizisten auf einer Eckbank, Benzer ihnen gegenüber. Sein dunkelblondes Haar ist zurückgekämmt, er hat buschige Brauen. 200.000 Euro für den Verein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, für einen Kirchenchor, gell, mein lieber Freund. Glauben Sie mir, für das Geld haben wir Verwendung. Was kauft man da so? Gesangbücher? Wir fördern nicht nur den Chor, allein für die Restaurierung der Orgel ist man schnell bei 300.000 Euro. Sollten Sie vielleicht einmal ein paar Pollenfilter einbauen? Benzer senkt den Kopf. Die Restaurierung lag dem Professor sehr am Herzen. Ja. Wir haben uns mal die Bilanzen von dem Verein angeschaut. Warum das? Einfach so. Sie haben ja da selber 30.000 investiert. Schnell sieht Benzer von einem zum anderen. Ach so, der Fonds, das ist doch eine absolut sichere Sache. Sagt der Anlageberater. Und wenn das Geld einfach weg ist? Das ist nichts weg. Das ist ein seriöses Produkt, kein Risikoportfolio. Garantierter Zins. Das ist mein Job. Da kenne ich mich aus. Wie viel Zinsen kriegt man da? 3,5, mit Glück 6% pro Jahr. Ja, könnte ich da vielleicht auch einsteigen, also erst mit 400 Euro? Das ist leider nicht möglich. Da müssten Sie schon im fünfstelligen Bereich denken. Fünfstellig? Damit hat sich's erledigt. Im Verhörraum steht Riedel im Anzug. Wie war denn das jetzt? Er hält einen Spiegel. Schlange geht in den Teich. Und die Krawattenspitze. Das stimmt ja nie. Oh, Herrschaftszeiten. Sonja kommt. Was machst du denn hier? Tür zu! Wow, was steht denn bei dir an? Meine Oma hat Geburtstag. Schick. Danke. Er greift wieder nach der ungebundenen Krawatte um seinen Hals. Mann, ich krieg das einfach nicht hin. Komm, ich helf dir mal. So? Gekonnt bindet sie den Knoten. Man kann das eigentlich nicht selbst. Ja, den Knoten von meiner Dienstkrawatte mache ich ja nie auf. Ach so? Nee. Okay. Wie alt wird sie denn? 70. Und ganz groß. Toll. Ja, toll. So. Schick. Danke. Sieht gut aus. Ihr Blick fällt auf etwas. Sie greift danach und schaut überrascht. Roy Kassens, Kreativdirektor? Ist das deine Oma? Ja, der will halt unbedingt Fotos von mir machen. Der sagt, ich wäre ein guter Typ. Ach so. Okay. Sie mustert ihn. Ja, na dann probier das doch aus. Aber du sagst nix. Na. Sie macht eine Abschließgeste vor dem Mund. Mann, ich weiß gar nicht, was der machen soll vor der Kamera. Nicht so viel nachdenken, ganz locker bleiben. Also du musst immer locker stehen. Cool, authentisch stehen, weißt du? So? Unbehaglich ruckelt er. Genau. Und freundlich gucken, lächeln. Riedel lächelt dümmlich. Genau so. Super. Perfekt. Sehr schön. Sonja wendet sich ab und geht. Ja. Cowboyhaft steckt er die Daumen in den Hosenbund. In der Bäckerei Rattlinger. Geil. Ich lieb das, so alte Häuser. Was sagst du? Staller leckt seinen Kaffeelöffel ab. Ja. In so einem alten Haus sind ja ganz andere Schwingungen. Sabrina kommt zu ihnen. Die sind irgendwie viel lebendiger, gell? Ja, das spürst sofort, wenn du da drin bist. Seit Generationen leben da Menschen, wohnen, essen, schlafen. Spitzen. Ja, genau, mit so einem romantischen Kachelofen. Und der schönen Kohlenmonoxidvergiftung. Es geht doch um die Atmosphäre. Ach, Atmosphäre, das wird alles hin, muss repariert werden. Na gut, das Risiko musst du halt in Kauf nehmen. Also da wohne ich lieber ohne Risiko. Dafür leider auch nicht sehr schön. Sagt einer, der in einer dunklen Zwei-Zimmer-Wohnung haust. Du, dein Hals hört sich nur nicht gut an. Hauptsache, die Stimme ist wieder da. Der Benzer, der zahlt doch einen Haufen Raten für sein Haus. Ja, und? Wie kann der sich ein neues Dach leisten? Der hat wahrscheinlich einen Zuschuss beantragt. So was gibt's nämlich für alte Häuser. Mhm. Ja, das sollte Sonja checken. Er zückt sein Handy. Im Fuhrraum sitzt Sonja am Schreibtisch. Die Polizisten schlendern herein. So, Sonja, hast du was rausgefunden? Also das Dach ist bezahlt. 28.000 Euro hat mir die Zimmerei bestätigt. Mhm. Warten wir, das Ganze geht, ja? Das läuft jetzt nicht direkt über den Benzer, sondern über so eine Art Lebensversicherung. Lebensversicherung? Ja, Fonds. Hier, Finanzinvest. Finanzinvest, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, das ist da, wo der Benzer die 30.000 angelegt hat für den Verein. Angelegt? Im Verhörraum sitzt Benzer vor den Polizisten. Investiert zum Wohle des Vereins. So ein Schmarrn.
Sie haben sich doch die 30.000 selber in die Tasche gesteckt. Um Ihr hässliches Haus zu renovieren. Ich habe es mir doch nur geliehen. Ja, ja. Und die arme Frau Schneider. Haben Sie beschissen, meint der Kollege. Haben Sie, hol dir mal ein Glas Wasser jetzt. Staller geht. Betrug, Dokumentenfälschung und das quasi als Mann der Kirche. Ich wollte alles zurückzahlen. Es war doch bloß ein Übergangskredit. Sie hätten mir sonst das Haus gepfändet. Die Bank gibt die Banken? Ja, ich habe nicht nachgedacht. Es war eine Panikreaktion. Ich finde einen Weg, das Geld zurückzuzahlen. Aha. Mit dem Erbe von Professor Otten, oder was? Was? 200.000, da wären die 30.000 gar nicht weiter aufgefallen. Ja, aber ich wusste doch gar nichts von dem Erbe. Und selbst wenn, wie hätte ich denn wissen können, dass der Professor bald stirbt? Weil Sie die Pollen in die Orgel rein haben. Sie haben ihn umgebracht. Ich bin unschuldig. Das glaube ich nicht. Ich sag kein Wort mehr. Resolut verschränkt er die Arme und lehnt sich zurück. Gut. Im Dienstzimmer. Zwei Stecknadeln ragen aus Stallers rechter Hand. Eine hat er zwischen den Lippen und eine weitere in seiner linken. Vorsichtig sticht er auch die in sein rechtes Handgelenk. So eine sture Drecksau fast hätte ihn gehabt. Ja, passt, Hübsche. Was ist mit dir? Schulst du auf Fakir um, oder was? Du, ich darf mir noch ein paar Nadeln ins Hirn reinhauen da. Gerwitz kommt. Was macht der Benzer? Singt er schon? Nix macht. Der leugnet er da alles und von der Erbschaft will er auch nichts gewusst haben. Ja, wäre auch ein Wunder gewesen. Also fahren Sie raus zu der Ordnung und überprüfen das, ja? Jawohl. Sag mal, Staller geht schon wieder? Ich dachte, Sie waren bei dem Wunderheiler. Ja, also im Moment nadelt er sich selber. Ist offenbar günstiger. Sie sind ja nicht ganz dicht. Sie fahren jetzt mit der Freundin wieder raus. Und Sie bleiben hier, nicht? Keine Widerrede! Staller schluckt. Dann greift er wieder nach einer Nadel. Der Streifenwagen steht vor dem weißen modernen Haus von Otten, im großen Wohnraum. Natürlich hat der Herr Benzer von dem Erbe gewusst. Das war ja alles kein Geheimnis. Hat er von den Allergien auch gewusst? Ja, wie schon gesagt. Mein Mann ist mit seinen Krankheiten sehr offen umgegangen. Von den Allergien wusste quasi jeder. Sie atmet schwer. Frau Otten, Sie sollten trotzdem mal mit Ihrem Anwalt sprechen, dass die Ausschüttung an den Verein erstmal gestoppt wird, solange die Situation nicht klar ist. Ja, ich kümmere mich. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Otten geht. Nicht schon wieder. Was? Das war beim letzten Mal genauso. Was denn? Ja, mein Zettel bedecken den Tisch im Verhörraum. Staller schreibt Alibi auf einen weiteren und zeigt ihn Benzer. Nein, das habe ich doch schon gesagt. Ich war zu Hause. Urlaub. Staller schreibt unter Alibi Zeugen und hält den Zettel wieder hoch. Nein, ich war allein. Energisch streicht Staller Alibi durch und zeigt Benzer den Zettel erneut. Staller, kommen Sie mal. Der geht raus. Zu Benzer. Und Sie, rühren sich nicht vom Fleck. Sagen Sie mal, ist das ein Verhör oder eine Schnitzeljagd? Gehen Sie mir weg mit Ihren Bazillen. Beinahe hinkommt. Beinahe in den Wahnsinn getrieben. Ich meine, er lacht sich doch schlapp über uns. Ich nehme noch mal in die Zange. Sie nehmen gar nichts. Ich mach das jetzt. Ich führe das Verhör weiter. Der Benzer wird sich noch wundern. Und Sie halten erst mal die Klappe. Hilflos schaut Staller zur Tür. Bei Otten sitzen Sonja und Hubert nebeneinander am langen, leeren Esstisch. Nett, dass die uns vergessen hat. Hat es beim letzten Mal auch so lange gedauert? Ewigkeiten. Entschuldigung, das ist alles ein bisschen viel. Macht nichts, wir müssen los. Geht's Ihnen nicht gut? Ach, ich hab was Falsches gegessen und dann der ganze Stress. Das verstehe ich. Dürft ihr vielleicht ganz kurz Ihre Toilette mal benutzen? Ja, hinten am Flur. Danke. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Oh. Otten schaut zur Seite und legt ihre gefalteten Hände vor den Mund. Unter blauem Himmel fährt der Streifenwagen an einem Waldsaum entlang. Im Auto sitzt Sonja am Steuer. Also, dass Frauen immer und überall aufs Klo müssen. Erst rennt die Otten, dann gehst du hinterher. Was macht sie eigentlich da? Ja, was macht man da wohl? Hier, ich hab's Bad gecheckt. Sie gibt ihm ihr Handy. Fliesen. Nochmal Fliesen. Schon wieder Fliesen. Eine Badewanne, Weiter. Ups, Medikamente. Sonja nimmt ihm das Handy aus der Hand und hält es sich ans Ohr. Anja? Im Verhörraum. Die menschliche Stimme ist einfach das schönste Instrument. Denken Sie an die Bartoli, an Pavarotti. Ja, wundervoll. Ja, ich habe früher auch gerne gesungen. Als Kind schon.
Mein Musiklehrer meinte, ich hätte Talent. Ich war sogar im Chor. Und wenn meine Eltern Geld gehabt hätten, hätte ich sogar Geigen gelernt. Hoppala, wie schaut's denn da aus? Ja, wo gehobelt wird. Was gibt's? Gelogen hat er, der feine Herr Benzer. Wie? Ja, der hat genau von der Erbschaft Bescheid gewusst. Ich hab's geahnt. Sollte alles in die eigene Tasche gehen, aber da hat er ja schon Routine gehabt, oder? So wird's wohl gewesen sein. Hm? Sie machen das hier zu Ende. Hm? Ich bin im Büro. Hubert setzt sich. Über seine halbkreisförmige Lesebrille hinweg schaut Benzer ihn an. In Girwitz' Büro. Na, das sind homöopathische Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit und Vitaminpräparate für Schwangere. Hat Anja bestätigt. Verschrieben von Udo Simon. Und wie kam sie auf die Idee, bei der Otten im Bad rumzuschnüffeln? Ich habe ja nicht geschnüffelt, ich hatte nur so ein Gefühl, weil der die ganze Zeit schlecht war. Ja, ich meine aber, dass die Frau schwanger ist, bringt uns nicht weiter in dem Mordfall. Ist ihr gutes Recht. Schade ist nur, dass das Kind ohne Vater aufwachsen muss. Na, besser als ohne Mutter. Das würde ich nicht verallgemeinern, Freund Wirt, nicht? Was? Er nimmt Stallers Notizbuch. Das Kind ist, ich kann das nicht lesen. Sonja reißt es ihm aus der Hand. Das Kind ist doch ein schöner Trost jetzt für die Frau. Ja, schön, schön. Aber dieser Zettelquatsch. Riedel in Uniform. Ich bin jetzt dann weg. Und mit großer Tüte. Wie alt wird sie denn? Wer? Die Oma. Ach so, 70. Rund, ganz groß. Ja, toll. Richten Sie meinen Glückwunsch aus. Hm? Mhm. Ja. Staller schreibt ins Notizbuch. Staller, dieser Zettelquatsch hört mir auf. Sie begeben sich jetzt sofort in professionelle Behandlung. Das ist ja schon viel besser. Das war eine Dienstanweisung. Staller schluckt. In der Toilette fotografiert Staller seinen Rachen. Er dreht das Handy um, betrachtet das Foto, schaut in den Spiegel und öffnet wieder den Mund. Den Hosenstall öffnend, kommt Hubert herein. Staller streckt ihm das Handy entgegen. Um Gottes Willen, was ist denn das? Mein Rachenraum. Es ist ja grauenvoll. Was meinst du, wie ich mich fühle? Was meinst du, wie ich mich fühle, wenn du mir solche Bilder zeigst? Er macht kehrt. Sein Kollege nimmt einen Schluck aus einem Flachmann. Er aktiviert die Kamera am Handy, reißt wieder weit den Mund auf und schaut aufs Foto. Gequält verzieht er sein Gesicht. Stallers Hinterkopf. Von seinen Ohren stehen Akupunkturnadeln ab. Vor dem Polizisten sitzt Heilpraktiker Udo Simon. Was sind denn das für Einstiche? Die habe ich ja gestern gar nicht bemerkt. Prüfend drückt er auf Stallers rechter Hand herum. Also, wenn Sie da ein Problem haben sollten, ja? Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Bei Drogenentzug hat die Homöopathie... Nix, Drogen. Nur meine Stimme. Simon nickt. Okay, wie Sie wollen. Haben Sie denn eine Verbesserung bemerkt nach der Akupunktur? Hm? Ja, war super. Ja? Na fein, sehen Sie. Dann sind wir doch auf dem richtigen Weg, was? Ja, Stimme war voll wieder da. Ja, keine Angst, wir kriegen das wieder hin. Wissen Sie, ich habe mal diesen Fernsehmoderator behandelt, ja? Den, wissen schon, egal. Der hat am Morgen keinen Piep rausgebracht, ja? Am Abend im Studio war alles perfekt. Keiner hat was bemerkt. Sie ist ein Profi. Ja, danke. Das ist ja wunderbar für die Frau Otten. Abrupt verschwindet Simons Lächeln. Mag sein. Er senkt kurz den Kopf. Aber ich rede nicht über meine Patienten, ja? Ich meine bloß. Professionell sticht Simon eine Nadel in Stallers gefurchte Stirn. Der schließt kurz die Augen. Das Kind ist natürlich schon ein bisschen ein Trost für die Frau. Sie müssen jetzt mal aufhören zu sprechen. Er nimmt eine neue Nadel. Staller weicht etwas zurück. Jetzt halten Sie doch still. Wie soll ich mich denn da konzentrieren? Er rammt die Nadel ebenfalls in die Stirn. Oh, das tut ja weh. Simon lächelt. Das war das G. Im Dienstzimmer blättert Hubert einen Papierstapel durch. Sonja kommt und setzt sich schwungvoll auf Stallers Schreibtisch. Die Anja hat jetzt mit der Ärztin vom Otten gesprochen. Super, und? Naja, der Otten war durch die Krankheit und die vielen Medikamente zeugungsunfähig. Vielleicht hat er einfach keine Lust gehabt. Nee, nicht impotent, zeugungsunfähig. Hansi? Was? Hä? Ich verstehe überhaupt kein Wort. Du, pass auf, schick mir einfach ein SMS, ja? Ciao, Ende. Also, was jetzt? Der Otten konnte nicht. Aber seine Frau ist schwanger. Wie geht denn das? Weil er lieber Orgel gespielt hat. Soll den Deppen auch noch abholen. Wer ist dann der Vater? Ich muss los. Er schnappt sich Holster und Lederjacke und eilt hinaus. Sonja folgt ihm.
ein verschneites Dorf unter tief hängenden Wolken. Im Streifenwagen. Hubert sitzt am Steuer. Schon komisch, gell? Die Otten da mit ihrer Heimlichtuerei. Die andere Frage ist, wer ist der Vater? Auf dem Beifahrersitz reißt Staller die Augen auf. Simon? Ja, ja, zum Heilpraktiker. Den müssen wir auch noch befragen, ja. Nein, der war nervös. Der Simon war nervös. Warum? Hubert nimmt ihm das Buch weg. Wegen Schwung. Und schmeißt es nach hinten. Was heißt das? Schweden? Nein. Schweiz? Nein. Schwul? Staller formt einen Bauch. Ach so, schwanger. Dass das Simon der Vater ist. Ah. Wie schaut der Riddle? Der steht an der Leusach. Vor ihm kniet Kassens und fotografiert. Okay. Okay. Um sie herum zwei Assistenten, Stühle und ein Tisch. Und jetzt, nach vorn schauen? Ja. So ist es, nach vorn? Genau. Der Streifenwagen hält vor einer Einfahrt zwischen einem Holzgebäude, an dem ein Windspiel hängt, und einem weißen Haus mit großer Dachterrasse. Die zwei Polizisten marschieren die Einfahrt entlang zur Tür des weißen Hauses. Hubert klingelt. Auf einem Schild Udo Simon, Heilpraktiker. Daneben ein Yin- und Yang-Zeichen. Spontan verreist dein Wunderheiler, oder? Mit geschwungenen Halbkreisen in Weiß und Rot. In Girwitz Büro. Hinter Hubert und Staller steht Sonja. Schwanger von diesem Heilpraktiker? Ja, auch Heilpraktiker können schwängern. Und Sie meinen, deshalb haben der Simon und die Frau ihren Ehemann umgebracht? Na, der musste weg. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Mann kriegt mit, dass seine Frau von einem anderen Mann schwanger ist. Dann wäre es vorbei gewesen mit der Ehe und mit dem Erbe. Beweise? Was mit so einem Vaterschaftstest? Na, das dauert viel zu lang. Das bringt da überhaupt nichts. Ja, dann konfrontieren Sie die Frau. Dann setzen Sie irgendwie unter Druck. Was ist? Otten. Staller schabt sich am Kinn. Achso, er hält die Otten für raffiniert. Staller piekt sich. Also für raffinierter als den Heilpraktiker, oder? Und er meint, sie erzählt uns irgendeinen Schmarrn, spielt die trauernde Witwe. Hm. Und wir haben nichts in der Hand. Hm. Vielleicht sollten wir sie aus der Reserve locken? Na, da bin ich mal gespannt, Frau Wirt. Ja, was will denn die Frau? Geld. Ja, sie können ja schlecht zur Strafe das Erbe wegnehmen, nicht? Aber wir könnten so tun, als ob. Staller hält Hubert das Buch hin. Was war jetzt? Riedel. Riedel? Riedel. An der Leusach. Hubert und Sonja führen Riedel im Anzug vom Shooting weg. Riedel, du, wir brauchen dich jetzt. Das ist ein Notfall. Was ist denn los? Das erzählen wir dir gleich. Ja, aber ich bin noch gar nicht fertig. Du bist ein Supermodel, aber als Polizist bist du noch besser. Martin, du kannst jetzt hier nicht einfach abhauen. Wir sind mitten im Shooting. Meine Kollegen brauchen mich. Martin, das ist deine Chance. Wirf die nicht weg. Das mache ich nicht. Ich bin Polizist. Und zwar ein verdammt guter. Staller nimmt... Machen Sie ihn da. ...eine Aktentasche. Sie können hier nicht einfach unsere Requisiten mitnehmen. Er drückt Kassen seinen Zettel in die Hand. Beschlagnahmt. Fassungslos sieht er ihnen nach. In einer nebligen Wohnstraße parkt ein Kleinwagen. Am Steuer sitzt Sonja, Hubert mit Fernglas auf dem Beifahrersitz. Auf der Rückbank blättert Staller Fotos durch. Mit der Aktentasche in der Hand geht Riedel auf Ottens Haus zu. In seinem Ohr klemmt ein Mini-Headset. Unentwegt sieht Hubert durchs Fernglas. Otten öffnet die Haustür. Ja? Guten Tag, Frau Otten. Ich bin der Notar Ihres Mannes. Notar? Ja, Roy Kassens mein Name. Ich komme wegen des Testaments. Verwundert schaut Otten ihn an. Okay. Ja, dann kommen Sie rein. So. Also drin ist er auf jeden Fall schon einmal. Jetzt muss er die eigentlich nur noch ein bisschen unter Druck setzen. Naja. Ich glaube, der scheißt sich gerade selber in Tusen. Ja, furchtbar. Bin komplett unnatürlich. Erreicht Sonja die Fotos. Riedel beim Shooting. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Guck mal, sieht aus wie ein Politiker. Ja, wie ein Kommunalpolitiker. Im Wohnraum sitzen Riedel und Otten am Tisch. Sie hält ein Blatt. Wann hat er das denn gemacht? Und starrt darauf. Das Datum steht unten links. Was? Das ist ja erst 2 Wochen her. Sie fixiert Riedel. Wie war noch mal Ihr Name? Kassens. Dr. Kassens. Von Kassens Schmidt und Partner. Aber warum hat er mit mir nicht darüber gesprochen? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Und was bedeutet das jetzt? Sie erhalten natürlich Ihren Pflichtanteil. Der Rest fließt in die Stiftung,
die ihr Mann vor kurzem gegründet hat. Und wie viel ist das? Kommt drauf an, was da ist. Ins Handy. Leben die Eltern noch? Gibt's noch andere Erben? Leben die Eltern noch? Gibt's noch andere Erben? Nein, die sind alle schon tot. Ich bin die einzige Erbin. Ja, dann sind's doch mit einem Achtel gut bedient. Da sind sie ja mit einem Achtel gut bedient. Was? Nur ein Achtel? Scheißdreck, was ist denn jetzt wieder los? Oh, Mann. Gott sei Dank, das ist der Drecksakku, weißt? Das kann doch gar nicht. Erschrocken fasst Riedel sich ans Headset. Otten sieht ihn irritiert an. Riedel greift nach einem Glas Wasser und trinkt einen Schluck. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ein Achtel ist gar nichts. Ja, Gesetze. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Er hält Otten einen Stift hin. Hinter ihr kommt Simon eine Treppe heruntergeeilt. Du unterschreibst gar nichts! Lydia! Udo, lass mich das regeln, bitte entschuldigen. Dreck, ist das ein Achtel? Im Kleinwagen. Udo, beruhig dich! Beruhigen? Was soll das für ein Testament sein? Das stimmt doch kein einziges Wort, das ist doch ein Betrüger. Entschuldigung, du fragst gerne. Simon. Hektisch steigen Sonja und Hubert aus. Staller kippt den Beifahrersitz vor und quält sich von der Rückbank. Im Wohnraum. So, von dir lass ich mir das nicht kaputt machen, du Dreckskerl. Udo, bitte beruhig dich jetzt. Die drei Polizisten kommen. Staller hält die Pistole im Anschlag. Der Kollege meint, halt keine Bewegung. Riedel, festnehmen. Der springt auf und dreht Simon den Arm auf den Rücken. Was ist denn jetzt los? Was soll das? Das war doch alles Ihre Idee, das mit den Pollen! Du konntest ja deinen Hals nicht voll genug kriegen, was? Du bist so ein Versager. Riedel und Sonja führen die beiden zu Hubert und Staller. Wie bitte? Er fragt, ob Sie ihm vielleicht einen Kollegen empfehlen können, oder? Perplex starrt Simon Staller an. Das war Hubert und Staller, der letzte Akkord aus dem Jahr 2016. In weiteren Rollen Annette Fleischer als Sonja, Paul Sedlmeier als Riedel, Andreas Ladwig als Spencer, Silvia Leifheit als Lydia Otten, Gabriel Barilli als Simon. Drehbuch Krökel und Freitag, Regie Erik Hafner.